Ja, hallo, jetzt wieder Krillo. Ich heiße euch willkommen zurück zu Oxygen Not Included, zu unserer Kolonie, die noch perfekt werden soll. Starten werden wir mit einem... Nee, wir werden nicht starten mit dem Fehler, den ich gemacht habe, sondern wir starten mit dem Stream. Da habe ich zu Beginn auch einen Fehler gemacht. Ich hatte ja gesagt, sehr wahrscheinlich Donnerstag. Gestern habe ich gesagt, vielleicht auch Freitag. Es wird sicher Freitagabend. Beginnen werden wir 19 Uhr, 19.30 Uhr, so in der Richtung. Ja, also auf jeden Fall, wer möchte und Lust hat, Freitagabend gibt's mal wieder einen Stream. Gut, ja, ansonsten legen wir jetzt los mit dem Fehler, Blatzer und ja, Kerstin, danke für den Hinweis. Ich hatte nämlich hier, wo haben wir denn Korallen, Käfer und Nymphe, Dornenbeere anstatt gefüllte Beere ausgewählt. Hab dann hier beim Nachschauen ja sogar noch gesehen, oh ja, Dornenbeeren, gefüllte Beeren. Haben wir nicht. Oh, ja gut. Ich weiß nicht, was ich dann da gesehen habe. Vielleicht habe ich da sogar auch beim Falschen geguckt. Aber hier ist auf jeden Fall... Ne, ist auch gar kein Auftrag für gefüllte Beeren. Das könnte auch erklären, warum wir keine haben. Mensch, Mensch, Mensch. Ja, gut. Da werden wir jetzt auf jeden Fall bald welche haben. Ja, ja, ja. So, jetzt schauen wir uns nochmal eben... was hier. Ne, das Problem scheint hier behoben zu sein. Auch wenn wir, oder ich zumindest immer noch nicht weiß, was hier das Problem verursacht hat. Ja, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ladenüberhitzung. Oh, okay. Hörerschienenbelader, was wird da denn reingepackt? Holz. Dann ersetzen wir den mal eben. Aus anderem Material. So, muss ich dabei bleiben, sonst vergesse ich das. Und da kommt gleich dann wieder Holz. Oder da wird dann gleich wieder Holz eingestellt. Mal ein bisschen rüber der Co. Ne, was liegt denn da noch? Ah, Moment, jetzt weiß ich schon, was es ist. Hier ist wahrscheinlich die erste Korallennymphe ausgewachsen. Genau. Aber ich habe hier noch nicht eingestellt, dass der Korallenkäfer hier bleiben darf. Deswegen wurde er da automatisch eingefangen. So. Industrie. Zutat. Da. Holz, was für eine Priorität haben wir hier immer? 7, da muss hier auch eine 7 hinein, sehr schön. So, gut, damit ist das auch erledigt. Gut, dann geht es jetzt zu unserem Problemfall vom letzten Mal. Und zwar würde ich hier gerne auch 3 Graben, muss man eben schauen. 4, 6, 8. So. Im Grunde müssen wir hier alles 3 Graben. Ich glaube, hier fällt das nicht nach, deswegen machen wir das dort auch. Dass wir das auf jeden Fall frei haben, dann müssen wir definitiv die Geschichte hier ein bisschen umbauen. Weil dank euch weiß ich mittlerweile auch, dass der zwar durch Gitterziegel durchschauen kann, nicht aber durch Fensterziegel. Wie viel Sinn das macht, lassen wir mal dahingestellt, aber gut, ich muss jetzt mal eben wegen der Richtung gucken, also das ist rechts daneben. Dann würde ich einfach mal sagen, wir schieben das einfach um 2 Ziegel. Müssen wir das mit dem auch machen. So.
Trockenwand dahinter. Ja, noch eine Leiter, Minenroboter. Ist ja Gott sei Dank alles nicht so ganz schlimm viel, was hier geändert werden muss. Das geht ja noch halbwegs zügig. Leiterkabel muss dann dorthin, dort weg. Minenroboter muss weg. Die Rückwände müssen an diesen Stellen weg. Und ich glaube, dann sind wir schon mal nicht so ganz falsch. Und jetzt dürfte sich... Ne, die Scan-Qualität hat sich noch nicht maßgeblich verbessert. Oh, hier haben wir auch noch... ein Problem gehabt. Sind immer noch bei... 20%. Okay. Ach so, stimmt, da fällt mir gerade noch ein Vorschlag ein. Ich überlege, ob wir den vielleicht sogar mal ausprobieren. Das würde bedeuten, wir bauen diesen hierher. Ja, das testen wir jetzt mal. Und zwar besagt er, dass wir hier in einem Keil ja nach oben gehen können. Das ist natürlich blöd, jetzt, weil wir gerade diese eine Variante ausprobiert haben, aber es hat halt hier noch gar nicht geholfen. Wir sind nach wie vor bei den 20%, obwohl wir hier das jetzt gemacht haben. Ne, wir machen das anders, bevor wir das hier testen. Würde ich gerne noch mal versuchen, was es einfach bringt, wenn wir hier gar keine Fensterziegel haben. Sondern nur Gitterziegel, ob das schon eine weitere Verbesserung mit sich bringt. Ansonsten haben wir darüber hinaus... Oh, wieso haben wir 2160 Watt? Da hat sich wohl jemand erzählt. Dann kommen die weg. Aber die könnten wir hier eigentlich mit anschließen. Das fällt dann zwar hier noch nach unten, was nicht so ganz toll ist, deswegen müssen wir vielleicht hier erst noch mal schnell auch noch was bauen. Das ist alles schon auf 7, okay. Ja, das wollen wir mal hiermit auf jeden Fall beginnen. Wenn das auf allerdings auch schon auf 7 ist, sollte ich vielleicht das hier runtersetzen, weil ich will das ja erst haben, damit nicht das alles nach hier unten durchfällt. Sondern es darf hier hinfallen, da habe ich kein Problem mit, aber es soll nicht weiter nach unten. So, jetzt haben wir hier gleich die Fensterziegel ersetzt und dann schauen wir mal. Ah, und schon sind wir bei 80%, okay. Wahrscheinlich ist es dann so mit der Schräge, wenn wir das Solarmodul öffnen oder wegnehmen würden und hier noch was und diese Fensterziegel ersetzen, kriegen wir das Problem auch gelöst. Viel besser finde ich dann aber eigentlich die Variante, den Weltraumscanner nach oben zu bauen. Dann haben wir nämlich hier eine ganz andere Richtung, mit der wir arbeiten können. Weil diese Geräte scheinen ja... Weiß ich auch nicht, ob die nicht stören. Das probieren wir vielleicht dann mal als nächstes hier aus, indem wir das jetzt hier dann auch in Auftrag geben. Bevor wir also hier irgendwas weiteres unternehmen, probieren wir erstmal das aus. Wird heute wieder also ein kleines Versuchsvideo. So, außerdem müssen wir noch hier ein bisschen was machen, weil, obwohl noch heizen sich die Ventile nicht auf, kann natürlich auch daran liegen, dass
eine heißere Flüssigkeit dadurch geht. Müssen wir vielleicht mal beobachten. Ansonsten müssen wir hier auch Rückwände reinmachen, hier irgendein Gas reinpacken und dann kriegen wir das auch gekühlt, nicht gefühlt. So, dann müssen wir hier die Temperatur nochmal, obwohl 60 Grad passt doch eigentlich, dass uns da nichts in der Leitung überhitzt. Weil wenn es da mit 60 Grad, das kann natürlich trotzdem mit deutlich mehr ankommen. Dann stellen wir das vielleicht mal lieber auf 20 Grad und dann kann nämlich auch unsere Kühlung schon zeigen, was sie kann. Das muss natürlich dann auch auf 20 Grad gestellt werden. Moment. Hier gibt es noch einen Fehler im System. Das läuft nicht ab. Klar, weil das priorisiert wird, was von unten kommt. Aber das ist ja eigentlich auch etwas, das ich wollte, dass das was von oben kommt, priorisiert wird. Das heißt, im Grunde müsste ich zwischen dieser Leitung auch noch einen Tank dazwischen haben. Dann bauen wir den doch nochmal hierher. Von hier weg und gehen dann dort wieder rüber, dass wir hier, ja, hier müssen wir zerlegen, hier müssen wir jetzt natürlich mal ein paar Leitern bauen, dass wir hier überall überhaupt rankommen. So, wenn wir eh schon hier dabei sind, dann können wir hier ja auch schon mal einen Stopp da. Ganz vorne brauchen wir eigentlich. Wenn wir das auch schon mal bauen, dann bräuchten wir nur noch die Außenmauern, da können wir theoretisch auch schon mit beginnen. Wir können es eigentlich auch schon fertig stellen. Flüssigkeit läuft jetzt wieder. Ja, so ist es doch. Besser haben wir das Problem auch noch gelöst. So, lieber Weltraumscanner, jetzt habe ich den Strom für dich vergessen. Ich glaube, ich mache das mal so und dann würde ich dort einen Gatter platzieren. Meteoritensturm. So, dann können wir auch jetzt hier mal schauen. Was hier so möglicherweise schräg runterfällt. Mm-hmm.
Frage ist jetzt natürlich, es kommt hier teilweise mit 27 Grad. Ja doch, das hat sich hier also quasi noch aufgeheizt, weil diese Ziegel noch nicht die Temperatur erreicht haben, die wir haben wollen. Die sind noch teilweise ein bisschen drüber. Was ja auch nicht... Ah, sie öffnen sich, okay. Bin ich mal gespannt. Na gut, die müssen jetzt erstmal wieder graben hier. Da fehlt noch etwas Entscheidendes. Ups. Achso, da fehlt das Automatisierungskabel. Irgendwas fehlt immer. So, jetzt nehmen wir jetzt aber hier Scanqualität 94% und da auch 94%. Okay. Das ist schon mal sehr gut. Allerdings könnten wir an der Stelle, das müsste hier gewesen sein, so. Genau, Fensterziegel, das gleiche an der... Bin ich blöd, so. Dort auch, das heißt, da könnten wir die Minenroboter hinbauen. Ja, das würde dann auch hier reichen, um diesen mittleren Bereich freigraben zu können. Ich wollte gerade fragen, hey, wieso sind das jetzt wieder 0%, aber die Bunkertüren haben sich wieder geschlossen. Ja, dann ist das natürlich klar. Natürlich eine Sache gleich noch bedenken, also auf jeden Fall brauchen wir hier direkt mindestens einen zweiten. Und ich denke, auf der anderen Seite müssen wir auch noch was machen, weil das wird so auch noch nicht passen. Weil der kann hier zwar freigraben, aber dieser reicht nicht darüber. Soll bedeuten, hier muss noch einer. Ja, geht ja nicht anders. Hier muss noch einer dazwischen. Immer noch 94%. Und das dann vielleicht die Minenroboter doch? Ich weiß es. Achso, das kann vielleicht das alles hier noch sein. Vielleicht die Trockenwände. Nee, ist immer noch 94%. Ein bisschen dumm, aber
genau wie das. Das möchte ich eigentlich zwischen diesen Dingern immer so haben. Ups, falsche Taste. So, 90. Und der hat nur noch 41. Achso, weil der wieder von denen hier gestört wird, ja klar. Den werden wir auf jeden Fall jetzt zerlegen. Das ist schon zu spät. Dann brauchen wir dort einen Nichtgatter. Mal schnell. Dann können wir das zerlegen. Oh, 100%. Mensch. Sehr cool. Und ach, ob der vielleicht von dem anderen Scanner hier unten drunter gestört wurde? Kann das, die sich gegenseitig gestört haben? Das ist natürlich möglich. Ja, schön. Da kann ich so auf jeden Fall schon mal sehr gut mit leben. Vor allen Dingen, weil wir dann hier unterhalb ja natürlich auch noch wieder Solarmodule bauen können. Dafür auch noch mal danke für die Idee. Könnten wir eigentlich sogar auch direkt mal in Angriff nehmen. Okay. Boom, Solarmodule wäre dann hier auf jeden Fall eine sichere Höhe dafür. Okay, wir müssen dann auf Dauer auch was machen mit Batterien hier oben. Weil das, ich habe jetzt schon tolle Ideen für die Automatisierung mit dem nächsten Patch, aber das hilft uns leider hier jetzt nicht sehr viel. Die Flüssigkeit machen wir beim nächsten Mal, wenn wir alle hier direkt fertig machen. Das muss weg. Lege ich jetzt hier auch ein starkes Leiterkabel hoch oder machen wir das anders? Ich glaube, wir machen das anders, indem wir hier einen Leiterkabel hochlegen und genau, indem wir einen großen Transformator und lassen den Strom da einspeisen. Also was wir hier jetzt machen, ist klar, in der Regel machen wir es ja so, dass wir aus dem großen Stromnetz mit dem Transformator die Sachen rausholen, in ein kleineres Netz übertragen. Jetzt machen wir es mal umgekehrt, aus einem kleineren Netz. Deswegen reicht es dann nämlich, wenn wir hier ein Leiterkabel bauen. Wir haben nur 4x maximal 380 Watt. Da sind wir auf jeden Fall deutlich unter den 2 kW. Und 1520 Watt, falls es jemand genau wissen wollte. Und weisen das dann hier in das große Starkstromnetz ein. Es müsste soweit funktionieren. Gut, was wir jetzt auf jeden Fall noch mal eben machen sollen, sonst werde ich mich da in den nächsten Folgen drüber ärgern, dass wir da, wo wir jetzt schon Material liegen haben, an den Robo-Minern das auf jeden Fall wegräumen, weil das neigt sonst eben dazu, zu stark zu überhitzen. Dann wollte ich hier nochmal eben schauen.
Das Wasser hat 18 Grad. Warum läuft das denn? Trotzdem dahin. Ach so, weil es sich hier stockt. Das heißt, auch hier müsste theoretisch noch einen Tank dazwischen. Ja. Sprich, wir brauchen auch hier noch einen Flüssigkeitstank. So. So. Ja. Ob das so von hier rauskommt. Dort hineingeht. Dann von dort wieder raus. So könnte das funktionieren. Dann habe ich hier aber auch ein Sammelsurium gebaut an Leitungen und Tanks und Zwischentanks und Filtern und. Ja, ich glaube. Dürfte das dann jetzt gleich funktionieren. Ein Element fehlt ja noch. So, und jetzt kann nämlich das Wasser, das von hier schon kühl genug ist, hier reinlaufen und wenn es sich staut, dann staut sich es in diesen Tank. Ist der Tank mit dem Wasser, das eigentlich zu warm ist, was es jetzt doch nicht ist, weil es vorher nicht vernünftig laufen konnte. Müsste er eigentlich dann auch hier noch einen Zwischentank haben. Oh Gott. Ja, müssen wir. Jetzt verlegen wir auch nochmal ein wenig was. Leider auch. So. Problem ist das, was hier rauskommt, müsste jetzt ist Krillo schon wieder überfordert. Also diese Leitung hier müssten wir dann im Grunde, würde ich mal sagen, an dieser Stelle, vielleicht lassen wir die noch mal für einen Moment da. Legen wir nicht dort rum, sondern so dort. Dass wir hier ein bisschen Platz kriegen, ein bisschen Spielraum kriegen, dann können wir doch auch schon hier einen Tank planen und dann fest, dass dieses isolierte Rohr doch falsch ist. Das muss nämlich dort oben hin. Von hier aus geht's dann so hier runter. Ne, da geht's ja nicht rum.
Dann müssten wir das so machen, ja. Eieieiei. Es geht nicht mehr viel komplizierter, ein bisschen noch, aber nicht mehr viel. Das ist alles nur, weil ich möglichst nie irgendwo eine Stauung haben will. Aber wenn das gleich fertig ist, läuft's. Oje, 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 oje. Nämlich jetzt ist alles fertig, oder? Ja. Läuft hier komplett zügig rein und hier komplett zügig. Oh, das wird natürlich gleich irgendwann mal schlechter, wenn denn dieser Tank hier komplett gefüllt ist mit 5000 Liter Wasser. Die Frage ist, ob das passieren wird, weil hier ist ja jetzt kein Wasser mehr drin. Das heißt, das, was von hier oben nachläuft, das wird ja jetzt gleich irgendwann mal durch sein. Ja. Und dann hören diese Stauungen auf und hier sind wir jetzt bei. Das nervt mich auch mit dieser Statusmeldung hier, meine Güte. Okay, ja, ist behoben. Hier machen wir morgen weiter, genauso wie alle anderen Sachen auch, was so ansteht. Stromeinspeisung hier. Funktioniert schon, wunderbar. Auch wenn das gerade nicht viel ist, weil Nacht ist, aber gut. Gerne noch eben. Wissen, ja, funktioniert. So, wir haben jetzt in den anderen Tanks nichts mehr drin. Trotzdem ist dieser hier nicht überfüllt. Und jetzt kann es eben, weil es schon hier die richtige Temperatur hat, nämlich unter 20 Grad, läuft jetzt in 1 durch unseren Kreislauf durch. Ja, schön. Dann haben wir das jetzt, glaube ich, doch mal hinbekommen. Warum ist die Turbine zu heiß? Ach so, weil hier noch kein eine Flüssigkeit liegt. Ja, ne? Das ist doch etwas, was man noch mal schnell machen kann. Neben der Flüssigkeit. Will ich hier vielleicht noch mal dafür sorgen, dass wir hier auch ein Gas reinpacken können. So. Genau, jetzt wird nämlich unsere Dampfturbine abgekühlt und die arbeitet jetzt nicht mehr, weil der Dampf zu kalt ist. Das bisschen Petroleum hat also schon hier massiv geholfen. Sorgt jetzt natürlich wieder, dass unser verschmutztes Wasser auch wärmer wird, aber alles gut. Ja, ist schön. So, dann sind wir jetzt aber wirklich für heute durch. Das Video ist wieder etwas länger geworden. Tut mir leid. Und ich weiß, dass ihr das nicht schlimm findet, aber naja, vielleicht ist jetzt die Qualität von Anfang an nicht so toll. Je nachdem, wie schnell YouTube das hinkriegt. Also, wie gesagt, Freitagabend Stream, wie immer. Ihr wisst ja, ne, Like da lassen, Kommentar da lassen. Freut mich riesig. Und ja, macht's gut. Bis bald. Euer Krillo.